Ja, dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz des HC Erlangen vor dem nächsten Heimspiel am kommenden Mittwoch um 19 Uhr gegen die HSG Wetzlar. Auf dem Podium begrüße ich herzlich unseren Geschäftsführer René Selke, unseren Trainer Michael Haas und unseren Kreisläufer Jan Schäffer. Die erste Frage geht heute auch wieder an unseren Geschäftsführer René. Das Spiel am Sonntag war ja wirklich überragend. Wie zufrieden bist du denn mit deiner Mannschaft? Ja, also ich glaube, man könnte nicht stolzer sein auf die Jungs. Ich glaube, die Vorzeichen waren alles andere als einfach. Jeder kennt unsere Personaldecke, die ist ja am Sonntag nicht wirklich besser geworden. Da sind junge Leute in die Bresche gesprungen, denen man natürlich schon zugetraut hat, dass sie toll Handball spielen können, aber dass sie über 60 Minuten nach so einem auch kräftezehrenden Programm der letzten Wochen da so eine Leistung auf die Platte gebracht haben, das war ja sensationell. Und ich finde es auch nicht unnormal, dass solche Schwankungen auch mal in der Leistung jetzt in den letzten Wochen vorkommen können, weil die Frage kann man sich ja stellen. Aber ich glaube, wenn man überhaupt nicht in der Lage ist, mal wirklich über einen längeren Zeitraum mit dem gleichen Personal zu trainieren, zu arbeiten, Taktik einzustudieren, sondern immer wieder auch da solche personellen Rückschläge erleben muss und damit auch klarkommen muss, dann ist natürlich immer wieder ein bisschen Unruhe und auch neue Gegebenheiten drin, auf die man erstmal sich einstellen muss. Und dass da natürlich auch eine gewisse Unkonstanz dabei ist, ich glaube, das ist völlig normal, auch dass bei jungen Leuten die Leistung auch mal schwanken darf. Das gehört auch zu einem Entwicklungsprozess absolut mit dazu. Umso mehr sind wir natürlich stolz darauf, dass wir sehen, was die Jungs auch schon leisten können. Aber das sind ja nicht nur die jungen Kerle, sondern auch, wenn ich jetzt links neben mir gucke, Jan Schäffer, der da auch ein super Spiel gemacht hat und die Jungs damit getragen hat. Aber wie gesagt, also herausnehmen ist immer schwierig. Klar kann man natürlich auch die klasse Leistung von Martin Ziemer immer wieder erwähnen, der da wirklich den nötigen Rückhalt gegeben hat, gerade wenn es mal vorne nicht so gelaufen ist. Ja, das war einfach eine tolle Teamleistung und stimmt uns natürlich sehr, sehr mutig und sehr, sehr froh, was die nächsten Wochen angeht. Da kommen noch viele schwierige Aufgaben auf uns zu. Die morgige wird ja nicht weniger schwer. Wetzlar, Top-Mannschaft, die auch schon viele große Mannschaften in dieser Liga geschlagen hat, gut drauf ist und ja, uns dann mit Sicherheit morgen auch wieder vor große Herausforderungen stellen wird. Aber wir gehen damit einem ja, sehr, sehr guten Gefühl natürlich rein nach dem Sonntag und schauen mal, was wir morgen anbieten können. Danke. Danke, René. Ja, Hassan, morgen geht es gleich schon weiter. Ihr hattet jetzt quasi nur 3 Tage Zeit zwischen den Spielen. Wie sieht da aktuell so eine Vorbereitung aus und was erwartest du ja für einen Gegner am Mittwoch? Morgen zusammen, ja, wie sieht eine Vorbereitung aus? Wir können nicht viel machen. Ja, wir bereiten uns vor, klar, aber an viel Training ist nicht zu denken. Die Erkenntnis aus dem letzten Spiel, das ist für mich erstmal das Wichtigste. Erstmal haben wir, glaube ich, viel Glauben an uns gewonnen, so, was wir auch in der Besetzung leisten können. Dazu kommt, und das ist für mich eigentlich das Allerwichtigste, da ist richtig Leben in der Bude bei uns. Die Mannschaft ist, da ist richtig Feuer drin, die Jungs können zusammen kämpfen und das ist erstmal das Wichtigste. Das ist auch das, was wir in den nächsten Spielen brauchen. Unsere Situation hat sich ja jetzt nicht grundlegend verändert. Deswegen wird es wieder nur über den Kampf gehen, darüber, dass ich die Leute, die noch da sind, einfach voll reinhängen und da kann ich mich einfach jetzt zu 100% drauf verlassen. Trotzdem sollten wir jetzt halt nicht den Fehler machen und sagen, das ist jetzt der Standard, das geht alles von alleine. Wir haben uns da jetzt rausgekämpft und alles läuft, deswegen wir müssen da nochmal richtig am Kabel ziehen morgen, weil da kommt ein Wetzlar, ein Gegner, die, wie René eben schon gesagt hat, viele große Mannschaften schon geärgert haben, ähnliche Personalprobleme haben wie wir und sich zuletzt da auch sehr gut mit arrangiert haben mit ihrer Personaldecke. Deswegen ist ein Spiel wie eigentlich bei vielen Spielen von uns und von vielen Gegnern gerade, man weiß nie so genau, was passiert. Deswegen werden wir weitermachen mit dem, was wir jetzt angefangen haben. Wir treten die Flucht nach vorne an, wir sind mutig, wir geben Gas und versuchen wieder das Heimspiel zu nutzen. Weil ich glaube, dass uns das doch sehr geholfen hat, diese Einstellung, dass wir zu Hause einfach niemanden fürchten müssen und egal wie unsere Personalsituation aussieht, wir da was reißen können. Dankeschön. Ja, Jan, deine Rolle im Team ist ja auch zentral und wichtig. Du leistest in der Abwehr einen hervorragenden Job und sorgst auch im Angriff immer wieder für wichtige Tore. Im Hinspiel hattet ihr ein bisschen Probleme mit Anton Lindskog am Kreis. Wie wollt ihr den in den Griff kriegen? Ja gut, ich meine, wir müssen uns einfach jetzt auch in den letzten Spielen viel bewegen. Ich glaube, das sieht man auch, dass wir ziemlich viel Beinarbeit reinstecken in die Abwehr. Und genau das müssen wir auch hinkriegen. Wir müssen gucken, dass wir nicht so einfache Würfe ermöglichen, aber gleichzeitig auch den Raum für den Kreis möglichst eng halten. Ja, das ist es im Endeffekt.
Genau. Dankeschön. Dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. Peter, du darfst gerne anfangen. Ja, dann fange ich an. Guten Morgen auch von mir in die Runde. Erste Frage an den Trainer. Ist der Kader von morgen der gleiche wie von Sonntag? Ja, da hat sich jetzt nicht großartig was geändert. Deswegen habe ich ja eben schon gesagt, dass die Situation bessert sich ja nicht. Dazu kommt, dass die Leute, die einfach gerade viel spielen müssen, einfach hochbelastet sind. Deswegen müssen wir uns da mit dem Kader weiterkämpfen, der das einfach zu meiner vollsten Zufriedenheit erledigt hat. Deswegen bin ich da für guten Mutes. Frage an Jan. Der Trainer spricht zurzeit viel davon, dass es nur über den Kampf geht, über den Einsatz. Und du bist ja ein Spieler, der eigentlich genau dafür steht. Macht dir Handball in diesen Tagen, in diesen Wochen vielleicht sogar ein bisschen mehr Spaß, wenn man sich richtig reinhauen kann? Also diese Tatsache, dass man das machen kann, das ist natürlich, es macht wahnsinnig viel Spaß. Aber unter diesen Umständen ist es natürlich immer mit so einem, auch mit einem weinenden Auge, muss man ehrlicherweise sagen. Aber es bleibt uns anders übrig. Wir haben nur die Situation, es macht gerade auf dem Feld wahnsinnig Spaß, weil sich jeder für den anderen zerreißt. Das merkt man auch. Und wenn da mal was passiert, dann bügelt es der andere aus. Morgen kommt ein Gegner, der in der Tabelle vor euch steht. Und da habt ihr im Heimspiel eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Ihr habt gegen Göppingen, Magdeburg, Melsungen, die Füchse, alle zu Hause gewonnen. Was erwartest du von dem Spiel morgen? Also ich erwarte mir erstmal, dass wir aus der Vergangenheit lernen. Wir hatten halt immer wieder nach guten Spielen mentale sagen wir mal Einbrüche, muss man ehrlicherweise sagen, so war es halt einfach. Und dass wir daraus jetzt lernen und das eben nicht mehr machen, ab heute fokussiert sind auf das morgige Spiel ja schon und dann auch richtig angehen und uns eben nicht, sagen wir mal, einfallen lassen oder die Konzentration nicht irgendwo hinten herhängen lassen. Es war leider in der Vergangenheit öfter mal so. Gut, ich bin durch. Gibt es noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann danke ich Ihnen allen für Ihre Zeit und dann sehen wir uns alle am Mittwochabend wieder in der Arena Nürnberger Versicherung. Dankeschön.